Ja, Hallöchen, hi. Da bin ich mal wieder mit ein paar Pflanzeninfos. Ich habe jetzt gerade hier ein paar Tomaten gepflanzt und heute habe ich noch ein paar Kartoffeln aus dem Keller geholt, die schon ziemlich angefangen haben zu keimen. Und die stecke ich einfach unter den Mulch und schau mal, was passiert. Also ich habe hier Tomaten gepflanzt, so ungefähr 80 cm breiten Streifen, so ungefähr 5 Meter lang. Und alles mit Mulch abgedeckt. Da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was drauf. Das ist jetzt vielleicht so 10 cm. Und ich wollte es noch ein bisschen dicker machen, aber der muss ja irgendwo herkommen, der Mulch. Den muss ich erst noch produzieren. Genau, und dann habe ich jetzt hier so ein paar Kartoffeln aus dem Keller geholt, die eigentlich schon zum Wegschmeißen sind. Aber im Prinzip nehme ich die jetzt dann einfach zum Pflanzen. Ich probiere das mal aus. Eigentlich soll man das, glaube ich, nicht so machen, wenn die schon so lange Keimstiele haben. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Also im Prinzip habe ich die einfach nur den Mulch beiseite gemacht. Ungefähr so. Und dann die Kartoffel da reingesteckt. Genau, und dann wieder zu und fertig. Ja, und dann wollte ich das so mit dem Rest noch machen. Und dann mal schauen, wie sich die Tomaten und die Kartoffeln so vertragen. Ja, das war's mal. Erstmal soweit. Bis bald. Ciao.